Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, wir sind jetzt dabei, den kleinen Uchon irgendwie so auszuschalten. Und wir haben es schon verkackt. Ja, bis jetzt waren wir nur verdächtig. Setze Drohne ein. Genau. Mit Maschinenpistolen. Und das macht drei. Mit dem sind's fünf. Da. Hier drüben ist der Narko. Beim Kartell-Pickup. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ach, deswegen verdächtig. Weil der gleich neben uns war. Aber zum Glück haben wir den dann gleich ausgeschaltet. Bevor er Alarm schlagen konnte. Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Das war mal gut. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So. Schlafen. Wieso konnte ich den nur greifen und mich erschießen? Alles okay. Komisch. Komisch. Was ist eigentlich der Alarm? Da. Wenn wir nach dem größten Haus der Stadt suchen, haben wir es wohl. Klopfen wir mal an. Wie geil. In letzter Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. No se mueva. Ponga las manos donde puede verlas.
Hören Sie die im Haus befindliche weibliche Person. Hallo. Na dann, hallo. Wie geht's dir? Wir suchen den Mann, der Mohokoyo hält. Er muss hier sein. Antonio? Ich weiß nicht, wo er ist. Bullshit. Sie sind seine Frau. Ja, aber er sagt mir nichts. Er kommt kaum nach Hause. Antonio, er ist krank. Wie krank? Pinjeputo Logo. Er hat Frauen aus dem Dorf geholt. Alle. Ich weiß nicht, was er mit ihnen macht. Wo ist er jetzt? Was machen Sie, wenn ich es Ihnen sage? Gar nichts. Versprochen. Wir wollen ihm nur helfen, ganz bestimmt. Er bleibt nirgends lang. Immer unterwegs. Ich gebe Ihnen seinen Kalender. Me va a lastimar? Unidad, Heli. Unten bleiben. Okay, und jetzt legt sie Gras. Gut. Haben Sie was über den Logistiker? Er heißt Antonio. Er hat wohl ein kleines Koksproblem. Er hat einfach zu viel davon. Sagen Sie ihm, dass wir ihm damit helfen. Das können Sie ihm sagen, wenn wir ihn bringen. Bowman hat Antonios Akte geschickt. Jede Woche wandern mehr als 6 Tonnen Kokain durch Mohokoyo. Es ist ein Umschlagplatz für Lieferungen, die für Brasilien, die Staaten und Europa bestimmt sind. Antonio ist der dortige Buchon, der Boss. Er muss auf das Koks aufpassen. Ist leider ganz schön stressig, den ganzen Tag auf Kokain aufzupassen. Als ob ein fettes Kind auf eine Zuckerfabrik aufpasst. Und wir wissen alle, was Zucker mit einem macht. Hirnfäule, man telefoniert nicht mehr, man vertraut seinen Leuten nicht mehr, man geht nicht mehr heim zur Ehefrau. Man kündigt sogar den Leuten Lieferungen erst dann an, wenn sie unmittelbar bevorstehen. Was Koks-Transporte angeht, ist Antonio ein Tresor. Und ich will das verfickte Scheißding aufbrechen. Ah, das ist lustig. Unidad, Heli. Unten bleiben. Ja, komme ich da eigentlich wieder hoch? Ich hoffe mal. Aber ich glaube nicht. Na gut. Aber dann holen wir uns den gepanzerten Wagen. Ist ja auch nice. Wartet, ich fahre. Ich sitze, gib Gas. Ist ja gleich da oben. Da ist der ja. Dann loslegen. Scheiß Dreck. Und jetzt ist er weg. Also eigentlich. Mit so einem Wagen. Wie will man mit so einem Jeep gegen einen... Die kriegen Verstärkung vom Kartell. Ich lege an. Ein Lambo. Das Auto wurde... Nimm die Scheißfinger weg! Ich töte deine ganze verfickte Familie, Motherfucker! Ja, está. Ja, mir im Entrego. Granate! Me entrego, ya estuvo, ya. Yeah.
So, und jetzt? Ya no dispares, no dispares. Chingao, ya pues, ya estuvo bueno. A todas las unidades, comiencen el ataque. Wie viele Rebellen es hier schon gibt, ne? ¿Quién fue? Wer war das? Welche pinche Pocos Huevos haben mich verpfiffen? Ich war bei diesem Schamanen. Er hat mich erleuchtet und mir die Zukunft gezeigt. Na klar. A huevo, pendejo. Zurück zu dir. Selbst wenn ihr das Polvo findet, bekommt ihr es nicht. Mi Plebe passen auf die Lieferungen auf und sind bereit, ihr Leben dafür zu geben. Sehr gut, denn genau das will ich Ihnen nehmen. Schön. Das ist gut. Ah, wie cool. Also meine... wie sie so sein soll. Ja, ich war bei dem Schamanen. Na gut. Hey, alles grün. Ja, kristallgrün. Chingao, ya pues, ya estuvo bueno. Was laberst du? Du telefonierst nicht. Ich brauche ein Auto. Oder wird schon halt die ganze Zeit. Wie so ein verliebtes Ehepaar. Ich glaube, da vorne ist ein Auto. Das können wir ja nehmen. Ja, me entrego. Ya no dispares, no dispares. Mhm. Schön. Ja pues, ja estuvo bueno. Ich verstau dich mal. Ya está, ya me entrego. Chingao, ya pues, ya estuvo bueno. Bloß nicht auffallen. Hey! So ein Auto hatten wir früher. Also fast. Also von hinten sieht's so aus. Hey! Nicht wahr? Alles gut. Was macht der hinten? Im Kofferraum. Ja, sollen wir noch schnell den anderen Einsatz machen? Mit dem zusammen? Das wäre ultra lustig. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Da warst du. Oh. Wow. Das war überraschend realistisch. Dass die uns nicht hier entdeckt haben. Ich meine, wir sind in einer Familienkutsche, hallo? Normalerweise entdecken die uns ja sofort. Aber dieses Mal war es überraschend cool. So, da bin ich mal echt gespannt, was der so von sich gibt. Weil ich glaube nicht, dass er unsere Hilfe will. Ich glaube, der macht so auf mega hart. Und er ist einfach nur dumm. Nimm die scheiß Finger weg! Gefühl. Ich töte deine ganze verfickte Familie, Motherfucker! Ja, das hast du schon mal gesagt. No dispares. Antonio, was für eine Freude. Vete a la verga, Bitch. Nicht flirten Sie, kleiner Schlingel. Was soll der Scheiß? Geschenke. Hast du es nicht gehört? Wovon redest du? Deinem Tod.
Wohl eine Überdosis. Soll ich etwa... Ich will dein Hirn auf Drogen sehen, Pendejo. Du hast keine Wahl. Sagte ich aufhören? Weiter. Okay. Na los, weiter. Okay. Geht nicht. Mein Herz. Es fühlt sich an, als ob es explodiert. Bitte. Das ist der Plan. Jetzt nicht aufhören. Bitte. Ihr wollt Nidia Flores, stimmt's? Sie ist in Jalisco. Jalisco, Mexiko. Santa Blanca investiert in Meth. Ich weiß nicht, wie lange sie da bleibt. Ehrlich. Der erste Schritt zur Besserung ist zuzugeben, dass du ein Problem hast. Und du, mein Lieber, hast ein scheiß großes Problem. Okay. Das war interessant. Nomad, Antonios Verhör ist beendet. Was Brauchbares? Außer ein paar Krokodilstränen? Alles. Haupt- und Transitlager. Jedes verfickte Gramm in der Provinz. Ich schätze, bei Santa Blanca wird es ein bisschen Stühlerücken geben. Wenn Sie Antonios Lager hochjagen wollen, tun Sie es. Aber falls Sie besseres Wetter bevorzugen, kann das auch jemand anders erledigen. Das Kokain geht nirgendwo hin. Ja, verstanden. Wenn wir bleiben, schicken wir Rauchsignale. Mhm. Wie heißt der? Die Puppe hat keinen Namen, Tio. Für einen Namen muss man leben. Sieh, da hast du wohl recht. Nidia Mirena. Ja, Mirei. Du kennst den Spruch, ich liebe dich mehr als das Leben. Claro, sicher. Ich liebe dich, meine Königin. Doch nicht mehr als das Leben. Okay, also El Sueno droht Nidia. Aha, Nidia heißt sie. Zum ersten Mal direkt und fordert sie auf, ihre Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Dann werden wir wahrscheinlich. Antonio hat den Standort eines großen Kokainverstecks im Mochocoyo preisgegeben. Kokain komplett vernichten. Schalten Sie es aus. Natürlich werden wir das. Das macht Spaß. So, wir haben aber keinen Helikopter. Da unten ist der nächste. So, ich habe Antonios Frau in der Leitung. Sie scheint Ärger zu haben. Stellen Sie durch. Pinche puto, neta que eres, pendejo. Hey, hey, beruhigen Sie sich und sprechen Sie langsam. Die wissen Bescheid. Me mataste, hijo de la chingada. Wo sind Sie? Versteckt in der Kirche. Aber die suchen mich schon. Bleiben Sie da, wir kommen. Aha. Neu, sprechen Sie mit Gabriela. Die Sicherung von Antonio und der Verlust diverser Drogenlager haben Mochuktu in Aufruhr versetzt und als Venue sind auf Rache. Er hat Sicarios losgeschickt, um Antonios Frau Gabriela foltern und töten. Wieso? So halt. Erreichen Sie Gabriela und bringen Sie sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Ja, müssen wir halt... Antonios Frau, Gabriela, davor hat machen. Ärger mit dem Kartell. Falls wir sie rausholen, kann sie vielleicht einige unserer Wissenslücken füllen. Das machen wir auf jeden Fall. In der Kirche ist sie gut.
noch einen Tango. Noch ein dritter. Das sind da so viele. Hey, Kartellschütze, nah am Heli. Das macht 5. Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten. Alter. Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Verstanden. Unterwegs. Ich brauche eine bessere Position. Ich muss die Position wechseln. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehen. Roger. Ziel erfasst. Roger. Ziel markiert. Sekunde. Geh in Position. Auf dein Zeichen, Boss. Roger, ich gehe in Position. Such eine bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Gib Zeichen. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Kein Ziel mehr. Roger, Ziel markiert. Bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen. Bereit für den Angriff. Verstanden. Unterwegs. Suche eine gute Position. Ziel erfasst. Roger, Ziel erfasst. Alles klar, geh in Position. Bereit, auf deinen Befehl. Greife an. Tango ist tot. Okay, es ist alles gut. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Ich glaube, das waren alle. Ja, war erfolgreich. Nice. Das war nice. Gut. Gold. Nummer 1 oder 2 schon. Nummer 3 oder 2. Und dann Helikopter und dann los. Go, go, go. Die Frau wartet auf uns. Ich bin der Pilot. Und ich würde, ja, ich würde sagen, die Schönheitsgöttin, oder Königin, nicht Göttin, die müssen wir dann auch retten. Also nicht töten, sondern retten. Ja. Gut, aber diese Quest werden wir dann das nächste Mal machen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.